Oha, was haben wir denn hier? Direkt zwei neue Skins. Frankenstein-Monster. Retro-Frank. Passt aber richtig gut zu Halloween. Gehirn-UFO. Grabstaufel. Und Grauschaufel. Okay. Zugenäht. Ach, zugenäht heißt das. Ah, sieht nicht schlecht aus. Und dann Kreisbeauftragter. Oh Gott, wie sieht der denn aus? Eine Mischung aus Tomate, Bär, Pizza Pete. Oh Gott. Was ist das denn? Lama Beschleuchigkeit. Abscheuchlichkeit. Ach so. Das sieht auch nicht schlecht aus. Chimärenhacken. Aber die haben irgendwas. Die sehen schon okay aus. Der Mops ist da drin. Nichts Besonderes. Hundetasche, der Kauknochen. Das sollte natürlich nicht fehlen. Lackierung. Tägliches Straßenstürmer. Ich glaube, der war auch eine Zeit lang nicht mehr drin. Taktik, Offizierin, weiß ich nicht, war auch lange nicht mehr drin oder so. Sieht auf jeden Fall, Shopbild sieht auf jeden Fall von ihr wie anders aus. Don't start now. Okay. Caroline, oh, lange nicht mehr drin gewesen. Luftgitarre ist mit drin. Kann ich zum Gitarrengang eher sagen, holt euch das. Kann man wenigstens auch sogar mitlaufen. Langsames Klatschen. Ja gut, okay, hier sind noch die schaurigen Angebote. Schnäppchen. Ja, ansonsten, würde ich sagen, das sieht schon gut aus. Schönes Kind für Halloween natürlich. Kreischbeauftragter. Schon okay aus. Frankenstein, oh, muss sagen, nicht schlecht, dass man auch den mit reinbringt. Man wagt sich was. Gehirn ist auch dabei. Retro-Look sieht schon cool aus. Grabschaufel, ja. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Retro-Look sieht jetzt auch nicht der Hit aus, aber gut. Passt eben halt dazu. Dann ist die Schaufel eben mit drin zugenäht. Nicht so mein Geschmack. Sieht aber okay aus. Ja. Dann die diese Spitzhacken. Muss sagen, ist mal was anderes. So ein Durcheinander mit allen Dingen drauf, auch nicht schlecht. Zudem hatte ich schon gesagt, sein Lama-Rücken-Accessoire auch nicht schlecht aus. Ja, gut was.